Und einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Direkt ein Zungenbrecher hier zum Anfang an der Folge, doch. Halleluja. So, eigentlich wollte ich schon mal losreiten, um die andere Quest zu absolvieren und habe gerade gesehen, hier können wir ein Gebiet finden und da vorne müssen wir die Vorratswagen zerstören. Deswegen dachte ich mir, okay, das machen wir mal gemeinsam hier, weil das natürlich auch zur Quest dazugehört. Und hoffentlich auch jede Menge Spaß macht. Also, auf geht's! Hier sollte ich vorsichtig sein. Ah, genau so. So, weg mit dir. Leg dich hin. So, irgendwo war doch noch einer, ne? Ja, nicht sagen, dass es jetzt heiß wird. Aber ganz kalt wird das jetzt auch nicht. So. Irgendeiner lebt hier doch noch, oder? Ah, gut, Proviant ist voll. Komm. Mist! Mist! Was? Ach so! Oh! Ups! Sorry! Ja, hier, kann auch mal ruhig ausgehen jetzt. So, haben wir noch hier was? Nö, ne? Nö, dann würde ich auch sagen, wir laufen jetzt weiter. Ah, hier können wir ein bisschen was plündern. Garknäuel. Garnknäuel, so. Ah, was hast du denn bisschen? Oha. Leichte Pfeile. Okay, jetzt ist der Köcher voll. Okay. Laufe ich denn jetzt in die richtige Richtung? Ja. Da. So. Weiter geht's. Will ich sagen, aber das sieht mir so aus, als wenn das hier... Ach, das ist jetzt schon den Fort. Bei einem alten Hafen. Okay, komm, holen wir die jetzt auch nochmal um hier. Bam! So, der wird auf jeden Fall Kopfschmerzen haben. Okay, der eine ist anscheinend nicht gerade erfreut, dass ich hier bin. So, wo ist der nächste? So, und jetzt stirb. Noch einer. Ach, hier ist so einer, ist das so. In einem alten Hafen. Das ist das Lager. Das ist das. Warte, dann müssen wir mal eben hier. Ja. Angesperrte. Was für ein Lager soll hier sein? Mit einem alten Hafen? Jetzt bin ich gerade bisschen überrascht, okay? Er scheint ja irgendwas zu kennen. Reichtum erworben. Sehr schön.
So, wo haben wir denn noch was? 800 Meter, 500 Meter. Ach, hier drunter nur, ne? Hilf mir, sei meine Augen. Nee, doch nicht. Und sonst ist ja auch nichts. Gut. Dann kletter mal runter hier. Eine weiße Maske. Okay. Aber irgendwie... Ja, gut. Er sagt ihm, das ist das Lager. Das klang so, als wenn das irgendwas Wichtiges wäre, aber... Ich kann jetzt nicht sagen... Inwiefern? Also ich würde mal sagen, wir laufen jetzt hier mal weiter. Die Frage ist jetzt gerade nur wo. Wir machen mal eben diese Quest. Findet Sigurd und sprich mit ihm. Los, Sehnen. Ah, irgendwo hier. Ja. Ah. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir von da hinten mal so eine... wie nennt sich das jetzt? Ölbottich oder irgendwie sowas mit? Machen da mal ein kleines Löchlein in den Boden und holen uns auch diesen Schatz. Na komm. Denn da kann ich schon so sagen, da kommen wir mit der Schulter nicht durch. Nicht in den Boden. Und da hinten ist auch Sigurd. Und weglaufen. Und Feuer. Ah, wir warten mal ein bisschen. Es brennt ja noch lichterloh. So, jetzt können wir aber. Dankeschön. Hey, Sigurd, was geht ab? Nach allem, was... Und da ist Ava. Ah, du kommst gerade recht. Die heilige Frau Fulke ist in der Nähe. Man hält sie in der Abtei des heiligen Alban gefangen, hinter der Flussbiegung. Das ist unser Moment. Ich glaube, da waren wir. Danach wird sich alles ändern. Die wurde doch getötet. Wer diese Frau ist und warum wir sie brauchen. Ich habe genug erklärt. Es ist an der Zeit zu handeln. Du hast nichts dergleichen getan. Ich habe nichts als leere Worte gehört. Ich will mit dir reden. Ich, dein Jarl. Das allein ist schon Grund genug. Warum? Damit sie einen Zauber ausspricht und Edwin in einen Aal verwandelt? Wir sind nicht nur wegen Fulke hier, Eivor. In der Abtei liegen Reichtümer. Mehr als wir zählen können. Ich habe das Kloster bereits geplündert und vom Kirchenschiff bis zur Krypta alle Schätze geborgen. Mir sind keine Gefangenen aufgefallen. Sie ist dort. Ich weiß es. Und sie ist der wertvollste Schatz von allen. Ich glaube, das war die Leiche, die wir gesehen haben, Eivor, oder? Es gab eine Zeit, da bist du mir gefolgt, ohne mich zu hinterfragen. Weil wir einander vertraut haben. Weil du wusstest, ich würde dich nie ins Unglück führen. Ich würde nie unsere Leben aufs Spiel setzen, ohne zu wissen, wofür. Was hindert dich daran, mich so anzunehmen, wie du es einst getan hast? Als deinen Bruder, deine Familie. Du bist... Sigurd, du weißt, ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Ich kämpfe an deiner Seite. Aber diese Jagd muss Grenzen haben. Gedrick verlässt sich auf uns. Natürlich. Und wir kümmern uns bald um ihn. Doch jetzt komm. Und du hast wirklich nichts gesehen, als du die Abtei des heiligen Alban geplündert hast? Keine Krypta? Keine Gefangenen? Ich erinnere mich an nichts dergleichen. Okay. Moment, dann können wir doch da hinspringen oder so, ne? Hinspringen jetzt nicht gerade. Ah, wenn wir da jetzt hin, dann da laufen, können wir, glaube ich, auch direkt hier hinlaufen. Ja, wir laufen. Hier, die Was Dinger. Was wissen wir über diese Frau? Sehr wenig. Sie scheint eine Art Abenteurerin zu sein. Der Tarn nannte sie eine Ketzerin. Oh,
Umso besser für uns. Sie hat zweifellos ihren eigenen Kopf. Ich bewundere deine Zuversicht, Bruder. Ist er gerade im Wasser gestolpert? Vielleicht finden wir noch irgendwas für die andere Quest, was wir beschützen oder eben zerstören müssen. Mal gucken. Gebiet finden. Was siehst du, alte Freundin? Da hinten ist ein Schlüssel. So, hier waren wir bereits. Ah, da ist auch noch... Oh. Okay, die haben sich wieder aufgebaut, wie es aussieht. Da vorne. Dann würde ich mal sagen, wir klettern hier mal schnell hoch. So. Warum Hilfe? Stirb! Ach, verdammt. Und tschüss. Leute, machen wir mal eben zu dritt fertig irgendwo. Gut. Ah, da ist noch einer. So. Stirb doch einfach. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht immer und immer wieder hier. So. Also. Irgendwo war doch... Ach, ein Schlüssel! Da vorne! Ja, das wird ja ziemlich voll hier. So, weg mit dir. Out! So, wo ist mein Schlüssel? Ach, da! Direkt vor mir. Also, ich dachte, das wäre jetzt ein Gegner. Und irgendwo da unten müssen wir entlang. Wo bist du? So, geht doch. Brauchst nicht da ganz hinklettern, Minion. Gut, eine Krypta. Irgendwo unten. Ich würde mal behaupten... Hier, seht ihr? Ja, wir finden wieder so ein rotes Ding. Bedeutet doch, dass man hier gleich...
irgendwo was zerstören kann, oder? So, mein Freund. Hände hoch. Okay, er versteht mich nicht. Zu langsam, du Leiche. Vielleicht wurde sie weggebracht. Nein, sie ist hier irgendwo. Hier hindurch. Na, endlich. Okay, das haben wir aber vorher nicht gesehen, oder? Mir zumindest ziemlich neu. Gehen wir jetzt mal hier runter. Ich muss einmal ganz kurz auf die Zeit achten. Ach, sind erst bei der Hälfte. Ich danke dir, geliebter Jesus, für die Weisheit, Sophias Finsternis zu durchbrechen. Dass du hinter die Lügen deiner Amarons blickst. Das erste Mysterium kennst, welches das letzte Mysterium ist. Okay. Das 24. Mysterium ist. Wer wagt es, dieses Heiligtum zu betreten? Das ist doch nur eine Höhle, die nach Pisse und Tränen riecht. Wie kannst du? Oh, ganz einfach. Eine Frau namens Fulke. Wir erlösen euch von ihrem Übel. Die verrückte Ketzerin? Ach, der Selbstgeborene hat mir einen Engel gesandt, um mich zu erlösen. Öffne die Tür. Ihre Häresie muss bestraft werden. Nicht von Dänen oder Mahometanern, sondern von wahrhaftigen Christen. Oh Gott. Kauf dir eine Perücke, mach die Tür auf. Du hast die Wahl. Geh zur Seite oder kämpfe. Und kommt es zum Gefecht, wird der Herr mich schützen. Sein Lohn wird mir gewiss sein. Okay. So. Kurz und knapp machen wir das hier. Gut, da kommen wir nicht durch, aber da ist noch. Vielleicht von ihrer Tür aus. Gelobet seist du, o Herr der Schatzkammer des Lichtes, für diese Aussicht auf Errettung. Seid ihr von den Engeln Saklas geschickt? Von was? Oder sendet euch der Selbstgeborene? Das kann ich dir nicht sagen. Selbstgeborene? Die Frau, die man Volke nennt? In dieser Welt bin ich das. Ich bin auf der Suche nach der wahren Natur des Selbstgeborenen. Und du sammelst Artefakte. Wie soll man sich selbst gebären? Der Kinder Saklas. Oh ja? Ich besitze einige dieser Kuriositäten. Bist du im Besitz eines geschliffenen Steines mit ungewöhnlichen Zeichen? Nun, du bist ja interessant. Verbirgst die dunkle Haut unter Kapuze und Robe. Und diese teuflische Klinge. Wir sollten gehen. Die Soldaten werden bald hier sein. Es gibt Ställe hinter dem Kloster, wo wir uns ungestört unterhalten können. Gut, geh voran. Okay. Aber ist irgendwo ein Schatz in der Nähe? Und diesen will ich haben. Danke. So. Gibt's hier noch irgendwas? Da vorne. Ja, ich komme doch. Alles cool. Level up! Wo bist du? Ja. Ich hatte das Glück, viele weltliche Gegenstände in meinem Leben zu entdecken. Gegenstände, die vom Werk des Demiurgen zeugen. Dem falschen Gott, den diese Schwachköpfe in ihren Roben anbeten. Ich fand sie und andere Schnitzereien in ganz Germania und Francia. Und Germania? Lady Edwin behauptet, sie wären gotteslästerlich. Doch ihr Verstand ist vernebelt. Sie sind von unschätzbarem Wert. Genug von den Rätseln, Sigurd. Jetzt erzähle es uns. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wie wir Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge. Bruder, wovon redest du da? Fulke,
Es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein. Denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. Oh oh. Sie wird ihn nicht rausrücken. Wir sind wegen eines Bündnisses hier. Du träumst. Das ist nichts als ein Stein. Nehmen wir mal das erste. Willst du diesen Stein kaufen und gegen ein Bündnis eintauschen? Oder gegen kampfbereite Männer? Ist er zu irgendwas nütze oder schmeichelt er dir nur? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, o Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Kein flüsternder Gott führte mich hier, Fulke. Ich brauche keine Anweisung. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Bist du bereit, ihn zu sehen? Okay. Ich frage mich gerade, warum man das hier anklicken kann. Ich bräuchte mehr Zeit. Anscheinend kann man da nicht zurück oder so. Aber natürlich. Wenn wir diesen Stein zu Gesicht bekommen, desto besser. Gehen wir. Öffne dich dem Stein, wenn du dich ihm näherst, Eivor. Es könnte interessanter werden, als du glaubst. Okay. Ist das vielleicht wirklich so der Stein der Weißen? Ja. In Stein gemeißelt. Wo bist du? Naja, ich bin da, alles gut. Auf los! Lass ein bisschen schneller, bitte. No, und die traben jetzt nur. Was genau fasziniert dich so an diesem Stein, Fulke? Der Sagenstein stammt von einem alten Volk, einer Generation niederer Gottheiten. So wie alle Artefakte, die ich für meine Kirche sammle. Du hast in deiner Zelle zu Jesus Christus gebetet. Ist deine Kirche nicht die Kirche Roms, wie die der Sachsen? Die Sachsen glauben an Christus, den Erlöser. Doch ich kenne seine wahre Bestimmung. Er ist Christus, der Aufklärer, der Bewahrer geheimen Wissens. Okay. Weil du solche Ideen verbreitest? Ja. Christen wie Sie und Elfred glauben, dass es die Aufgabe Christi auf Erden war, uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Die römische Kirche wurde durch die Lügen Saklas oder Jaldabaoths verwirrt. Der Demiurg hat viel Namen. Er ist ein niederer Gott. Saklas und die Seinen waren einst weise, doch sie verloren den wahren Gott aus den Augen. Den Selbstgeborenen. Den Herrn der Schatzkammer des Lichts. Darum hat mich Edwin verurteilt und eingesperrt. Denn was sie Häresie nennt, ist tatsächlich die wahre Natur des Universums. Das ist eine sonderbare Geschichte. Und ihr Ende ist noch nicht geschrieben. Okay. So, können wir jetzt mal Gas geben hier? Wir werden beobachtet. Ach, echt. Seid vorsichtig. Wir sind nicht gerade erfreut, dass wir hier sind. Edwins Augen. Gilternhügel. Hier waren wir auch schon. Es war ja klar, dass wir natürlich hierher kommen, wo ich schon war. Da ist es. Gleich da vorne. Was ist das für ein Turm? Eine Ruine aus römischer Zeit. Mein Diener fand sie verlassen und verfallen. Er suchte hier Zuflucht, nachdem sein Bischof ihn wegen derselben Wahrheiten verstieß, die auch mich in den Kerker. Ah, ihr Diener ist tot. Das war und ist er. Die Bischöfe Englands sind schlicht zu feige und zu verblendet, um unser geheimes Wissen zu verstehen. Ah, tut mir leid, Klein, aber dein Diener ist tot. Ich habe ja alle schon befreit. Wie? Ich bin vom... Ich bin gar nicht vom rechten Weg abgekommen, hallo?
Ist er das? Dein Diener Paul. Mein bester Freund. Mögest du eins werden mit dem einzig wahren Gott in der Schatzkammer des Lichts. Dein Freund hat den höchsten Preis für seine Treue gezahlt. Ich nehme an, er bewachte den Stein. Das waren Edwins Männer. Sie haben Bruder Paul getötet und meinen Stein gestohlen. Du, mit deinen Fragen und Zweifeln, du hast uns aufgehalten. Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan. Das stimmt nicht mit dem, Alter. Es ist ein Stein, Sigurd. Du jagst Schatten hinterher wie ein Verrückter, der den Mond anheult. Was zählt, ist der Sieg gegen Edwin und ihre Verbündeten. Das wäre mein Sieg gewesen. Mein wahres Ich zu erkennen. Mein Schicksal. Mein... Genug, alle beide. Hört ihr das? Soldat, Edwin ist hier. Okay. Deswegen war die Frage so, okay. Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt ein, Edo, erst reden wir. Lady Edwin! Ein Stein fehlt in diesem Turm. Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums. Kennst du ihn? Ja. Eine heidnische Spielerei dieser Ketzerin. Seid ihr deswegen hier? Wir wollen handeln. Diesen Stein gegen ein Friedensversprechen. Was redest du denn? Wir gaben Jedrick unser Wort. Für den Stein verlassen wir euer Land und kehren nicht zurück. Oh, dafür bringt ihr mir Jedricks Kopf. Was? Der Stein ist in Reichweite. Wir stehen im Wort, Bruder. Bruder? Sind wir uns einig? Was stimmt denn nicht mit denen? Was ist daran so wichtig? Wir akzeptieren. Gut. Tun wir nicht! Ja, genau so. Macht sie nieder! Keiner darf überleben! Bist du verrückt? Nein, bist du verrückt? Was stimmt denn nicht mit dir? Das war unsere Gelegenheit! Das klärt dir noch, Eivor! So, erstmal eben ganz schnell alles umhauen hier. Er braucht erst recht nicht in Stellung zu gehen. Autsch. Hallo, andere Seite! Andere Seite! Er ist hinter dir! Ja, stampfen, stampfen! Oh, das nervt jetzt schon wieder, ne? Dass er da nie hinsteigt, wohin er schlagen soll. So, jetzt hau ihn um. Und jetzt die anderen. Bam. Und. Ja, genau. In dem Moment trifft er mich auch noch. Eindringlich! Los, kommt hierher!
Ah, nervig, jetzt kommen wir ja hier. Oh, wo sind die Viecher? Da hinten. Hauen wir die jetzt um. Na komm, lauf. So. Gott, haben die genervt. Zu den anderen. Lauf, 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 lauf. Sind die tot? Eivor, du verdammter Narr. Das war die Gelegenheit, den Stein ohne Blutvergießen zurückzubekommen. Ich werde Gedrick nicht verraten. Das ist nicht deine Entscheidung. Meine Versprechen gehören mir und sie sind eisern. Dein erster Schwur gilt deinem Jarl, Jarl Sigurd, deinem Bruder und Herrn. Basim, was bist du denn eigentlich für ein Vogel? Ah, am liebsten würde ich auf zwei tendieren, ne? Einmal zu lang. Aber ich glaube, in der Ruhe liegt die Kraft, ausnahmsweise. Das glaubst du, Basim? Ich glaube, es wird andere Gelegenheiten geben. Wir können unser Versprechen halten und den Stein finden. Edwin wird zu ihrer Festung fliehen. Du willst deinen Stein? Er ist dort. Gedricks armseliges Heer wird die Mauer nie durchbrechen. Wir hätten erst den Stein nehmen und dann die Burg belagern sollen. Das war die ganze Zeit unser Plan. Ich hatte nie vor, Gedrick zu verraten. Ist das tatsächlich dein Ernst? Und trotzdem ließ du mich im Dunkeln durch deine Anflüge von Wahnsinn tappen? Man kann dir nicht alles sagen. Dein Temperament übermannt dich. Ich weiß es. Mein Vater wusste es. Dein Vater wusste es. Hm. Also irgendwie will ich hier jeden schlagen, ne? Bleib hier und beweine dein Schicksal, Bruder. Ich habe ein Versprechen zu halten und das werde ich auch tun. Du hältst zu große Stücke auf dich selbst, Eivor. Dir fehlt Odins Weisheit. Komm, Basim. Dieser Streit mit deinem Bruder war vielleicht ein Schauspiel. Ging es bei euch schon immer so hitzig zu? Mein ganzes Leben waren wir eins. Als Familie, als Geschwister. Ich kannte seine Gedanken und er meine. Bis heute. Die Zeit macht uns alle zum Narren. Du hast heute gut gekämpft, Fulke. Wirst du an meiner Seite stehen? Um Edwin die Kontrolle über den Schier zu entreißen? Oh ja. Gedrick bat mich, sie von ihrem Nachschub abzuschneiden. Weißt du, woher sie Nahrung und Vorräte bezieht? Östlich von Oxenafort, südlich der Villa Lea, gibt es einen Ort namens Etonhof. Dort handeln übereifrige Bauern mit Soldaten. Wir treffen uns dort. Ich bin bald da. Okay. Sigurd, mein Bruder. Du bist in deinem eigenen Sturm gefangen. Edwins Verteidigung ist geschwächt, aber ich könnte noch mehr tun, bevor ich Fulke treffe. Oh! So. Habe ich jetzt meine Ruhe hier oder was? Sammeln wir mal eben alles auf. Dann machen wir mal gemeinsam schnell noch die Fertigkeiten. Dann sind wir schon fast am Ende der Folge angelangt, meine Lieben. So, ich glaube hier... Nee, hier nicht, aber... Ich war das auch nicht. Wo waren wir denn? Großschwert. Aha. Entschuldigung, okay. Hier. Leichter Schaden. Ding, haben wir hier auch nochmal Weg des Bären. Yes. Wunderbest. So, Betäubung ist hier. Widerstand. Verringert den Schaden von gegnerischen schweren Angriffen. Schwere Angriffe haben einen goldenen oder roten Effekt. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Den werden wir auch direkt mitnehmen. Fernkampf. Ach, ja. Warum nicht? Das war's schon mit den Punkten. Sieht auch cool aus.
Startet jeden Kampf mit einem gefüllten Adrenalinfeld. Sehr schön. So. 1, 2, 3. Beidhändig schwer. Ja. Das ist auch sehr cool. Ja, dann haben wir es bald. Sieht schon mal sehr gut aus. Ja, es ist halt sehr merkwürdig, ne? Warum verhält sich Sigurd nur so komisch? Warum hört er so extrem auf Basim? Ich hoffe, die beiden können das noch klären. Und würde mal sagen, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder mit ein, wenn wir auf die Suche nach dem Stein der Weisen sind. Macht's gut!